Geheilte Benutzer, Besucher 0. Das ist ein Hausmeister, Mechaniker. Rot sind die Sanitäter. Die sehe ich hier gar nicht. Oh, jetzt geht's ja richtig aufwärts mit dem Geld. Eieiei. Guck mal, die gehen hier lang und gehen dann wieder in ihre Bude rein. Was ist dann der Sinn von den Dingern? Weil ich würde eigentlich sagen, dass die Leute dort reingehen müssen und dann aber... So, jetzt können wir erstmal hier die italienischen Fressbuden schnell mal fertig bauen, dass wir das auch haben. Paradisi-Pasta. Das passt zum Beispiel da rein. Zack. Isola Maledetta. Das Ganze kurz mal benossen. Ich würde vielleicht hier im Eingangsbereich nochmal sowas hinstellen wollen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das dann ja wieder irgendwie für Chaos sorgt. Ich darf bestimmt die Bank hier abreißen. Gut, hätten wir das. Jetzt, wo das Geld reinkommt, können wir hier auch mal ein bisschen erhöhen. Die Belegschaft. So, jetzt kann man noch irgendwo ein Restaurant hin. Humphreys Bistro. Das lassen wir mal auf 10 und Mittel, damit das für jeden erschwinglich ist. Jetzt noch die Süßigkeitenbuden. Dass er das nicht immer automatisch hier dreht. So, und eine noch. Der süße Vulkan. Das passt direkt neben die Sanitäter. Das ist gut wegen Diabetes. Dann können die gleich einschreiten. Hätten wir das. Jetzt brauchen wir noch diese zwei Achterbahnen dort. Ich glaube, die Wutquote. Ne, die ist immer noch recht hoch. Oh, der hat ja alles hier: Hunger, Durst, Toilette. Das ist nicht gut für einen Sanitäter. Gut, da brauchen wir halt nochmal Toilette. Wir haben, glaube ich, erst eine, ne, dort hinten. Bauen wir eine große Toilette. Achso, da habe ich das Geld wieder nicht dafür.
Hier so auf die Kante ist bestimmt keine gut. Oh, guck mal, jetzt hat er das wieder zugemacht. Das ist natürlich gut. Eigentlich müsste man hier auch nochmal in die Toilette. Wenn ich jetzt kann ich hier einen Weg abzweigen. Wetten, das zerhackt es dann wieder hier unten. Dann könnte ich nämlich hier nochmal eine Toilette hinbauen oder so. Ich kann den Weg natürlich auch gleich hier weiter rumbauen einfach. So, einfach so hier. Und da kommen dann auch noch irgendwie, sag ich mal, Toiletten oder sowas ran. 1000 Besucher aktuell. Toilette, dann noch Getränkestand. Genug Geld. Ja, dann müssen wir erstmal kurz warten. Dann speichern wir mal lieber wieder. So, Parkeinnahmen. Das scheint jetzt gleich zu klappen. Hoffe ich mal. Ich habe doch jetzt schon verschiedene Fressbuden gebaut. Was wollen die denn jetzt noch? Fitnessstudio Dauergast. Ich bin am Verhungern. Dann geh doch hier. Warum willst denn du dort nicht rein? Die machen nichts, ne? Dann können wir die auch wieder kündigen. Dann baue ich hier lieber nochmal eine Getränkebude rein. Aber so einen komischen Rohbau einfach. Und der nimmt nämlich keinen Platz weg. Und dann hier noch eine Bude. Warte mal, das machen wir auch wieder hier mit. Sushi-Stand. Achso, das scheitert wieder am Geld. Weil die Dinger, die sind schön kompakt. Die kann man gut in irgendwelche Ecken klitschen. Warum geht denn der dort so angepisst weg? Snacks und Getränke. Getränkedose. Wir machen jetzt nochmal einen Sushi-Stand. Dann weiß ich nämlich auch nicht, was man da noch machen kann. Unglaublich, wenn ich diesen Park mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das kompakt. Nein, perfekt, du hast einen Lauf. Nö, ich möchte es gerne noch weiterspielen. Ich will ja dies mit den Achterbahnen auch noch schaffen. Erst einmal ein Sushi-Stand. Ich glaube, das kriegen wir sowieso nicht mehr. Das kriegen wir sowieso nicht mehr gelöst. Warum die alle so angepisst dort sind. Das heißt jetzt, wir gehen einfach jetzt auf Kredit. Oder, na gut, es läuft gerade so gut. Da sammle ich erstmal ein bisschen Geld ein. Und gehe dann hier unten auf die Achterbahn mit der Intensität von 6,0. Maximal, das heißt, die darf nicht größer sein. Ja, da brauche ich doch einfach so wie hier meinen klassischen Billo-Coaster. Das kann ich doch auch direkt so machen. Zählt das? Ja. Machen wir jetzt nochmal. Und schon
komplett geschafft. Ab ins Hauptmenü. So, zurück beim Story-Modus und ich habe mir jetzt überlegt, weil ich noch ein bisschen Zeit habe und auf Aufnahmeplatte noch Kapazität hat, spiele ich einfach mal das vorletzte Level auch noch mit und dann können wir das letzte Level dann hoffentlich irgendwie zelebrieren, mehr oder weniger. So ein Gnom. Oh, komm, bauen wir mal. Ja, eine normale Hütte. Baue einen vertrauenswürdigen Verwöhnungspark an einem seltsamen Ort. Auf geht es. So, okay. Gute Nachrichten, der Besitzer dieser Landparzelle konnte sie nicht günstig genug verkaufen. Außerdem machen Gruppen von Studenten seit Jahren Urlaub in dieser entzückenden Hütte und haben die Zeit ihres Lebens. Dieser Park verkauft sich quasi wie von selbst. Besucher im Park, eine fliegende, eine Hyperachterbahn bauen, Bogen, Fassade, bekannter Schuhe von 5. Okay, das ist interessant. Attraktionseinnahmen und eine Achterbahn mit Zügen. Okay. Wie viel Platz haben wir? Wo ist jetzt hier diese ominöse Hütte hier hinten? Okay. Schauen wir uns die mal genau an, bevor wir gleich anfangen. Ah, das ist eine interessante Hütte. Da geht bestimmt einiges, wenn da immer Studenten sind. Eieiei. Na gut. Was wollen wir jetzt noch machen? Eine Achterbahn, eine fliegende und eine Hyperbahn. Ich habe schon 20.000 auf der hohen Kante. Könnte man sich eigentlich fast schon mal eine bauen. Kann man vielleicht gleich beide bauen? Fliegend und Hyper. Guck mal, wenn ich hier diese ganz billigste nehme, fliegender Komet.